So, meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zu Far Cry 3, einer der letzten Aufnahme-Folgen, denn was war denn so langsam? Ja, ich habe offscreen für mich alleine so ein bisschen gespielt, die Welt ein bisschen. Warum ruckelt das denn? Was soll das denn? Hallo? Ah! Ruckelt. Jetzt nicht mehr. Komisch. Naja, jetzt ruckelt schon wieder. Seht ihr das? Man springt irgendwie so. Naja, mal sehen, hoffentlich gibt sich das noch mit Zeit. Mit der Zeit. Letzte Aufnahme, weil. Naja, ist halt zu Ende. Und wir machen. Was machen wir heute? Was machen wir heute? Nein. Machen wir mal hier so eine. Hallo, Schnellreise? Schnellreise! Oh, eine Speicherkarte ist da auch noch, habe ich gerade gesehen. Ja, letzte Folge von Far Cry, denn wir machen jetzt eigentlich kaum noch was. Es ist einfach jetzt halt nur noch so ein bisschen aus. Halt, ich habe die Speicherkarte vergessen. Ist einfach jetzt langsam vorbei. So, Speicherkarte haben wir noch. So, die ganzen Sachen, so, die suche ich für mich privat. Das nehme ich nicht noch auf. Und ja, einfach jetzt die letzte Folge. Es wird weitergehen. Ich fange mit Crysis. Was mittlerweile schon läuft, das mache ich jetzt durch, Crysis 2 und 3 auch, alles hintereinander wahrscheinlich. Und ab und zu mal so ein bisschen GTA 5 oder beispielsweise Forza Motorsport 5, was ich auch gleich mache. Also ich nehme heute dreimal auf, weil ich habe nämlich heute Freilauf, keine Sau ist da, ich habe meine Ruhe, ich kann machen, was ich will. Ach, da hoch müssen wir. Und, tut mir leid, ich schraub mal kurz die Grafik runter, irgendwie ruckelt das wie sonst was. Oder, Moment, die Aufnahme läuft hoffentlich weiter. Jawohl, sehr schön. So, ihr seht das jetzt nicht. So, wo sind die Far Cry-Echse? Da ist die Far Cry-Echse. Priorität auf hoch. So. So, ich hoffe, dass das Spiel jetzt ein bisschen flüssiger läuft. Wenn nicht, dann muss ich mal die Grafik ein bisschen runterschrauben. Warum das so ruckelt, verstehe ich nicht. War gerade eine Aktualisierung von dem Spiel. Kam von Uplay raus. Beziehungsweise von Ubisoft ein Update. Vielleicht hat das ein bisschen Gründe, warum das jetzt so ein bisschen ruckeliger läuft. Was in Deutsch? Ruckeliger. Irgendwie kommen wir hier auch nicht hoch, wa? Doch, da kommen wir hoch. Also irgendwie hat das hier was mit Dinges zu tun. Nein, nein, nein. Grafikqualität. So. Optimal Ultra. Ach, ich habe auf eigene Einstellung gespielt. Oh, Ultra sieht viel geiler aus. Hey, das macht ja gar keinen Unterschied. Ganz ehrlich, ist immer so dieses ganze Gelaber von, oh, du brauchst den besten PC ever. Ist Quatsch. Klar, wenn man auf hoch stellt, hat man natürlich die ein oder andere Textur, wird definitiv besser dargestellt. Aber man springt immer noch, also irgendwie. Hoffentlich haben sie nicht die SLI-Kompatibilität rausgenommen, weil das könnte nämlich der Grund sein, weil ich habe ja hier ein SLI-System. So, jetzt sind wir ruhig. Erreiche den angegebenen Ort. Finde und töte den Kommandeur mit einem Messer oder Takedown. Ein Königreich für ein kaltes Bier. Spurst. Ich werde dich töten. So, was haben wir denn da? Da hinten haben wir einen. Wo geistert der Spasten rum? Nicht umdrehen. Der pisst da echt gegen die Hauswand. Ich fesse es nicht. Ist frisch gestrichen. Der putzt seine Knarre. Ist er das? Ja, das ist unsere Zielperson. Gut, die sind gerade abgelenkt. Scheiße.
Glück gehabt. Das sollte meiner sein, ihr Wichser. So. Also von dem ganzen Gelaber immer, du brauchst mega geilen PC für die heutigen Spiele. Hey. Danke. Ist nicht so. Also, ich habe mal geguckt, beispielsweise, der Train Simulator 2014, den ich ab und zu mal spiele. Ganz ehrlich, dieses ganze Gelaber von Battlefield 4 und so weiter, die brauchen unglaublich große PCs. Meiner Meinung nach ist das so der größte Bullshit, denn die wahren CPU- und PC-Killer sind einfach Simulationen. Egal wie scheiße sie auch sind. Das sind die wahren PC-Killer, meiner Meinung nach. Oh, da unten haben wir ganz schön viel an Zeugs. Was haben wir denn da? Da haben wir was. Da haben wir was. Und da haben wir was. Super. Das sind einfach die wahren PC-Killer. Ich habe es an meinem Simulator gemerkt. Speziell am TS214. Ich habe hier ein Mega-System stehen. Das könnt ihr mir glauben. Ich habe, wenn die neuen Bildschirme dazu sind, insgesamt 3000 Euro in das System gesteckt, ja. Also da ist definitiv Feuer dahinter. Auf alle Fälle auf höchsten Einstellungen, also bei Regen und schlechter Sichtverhältnisse, ruckelt der TS214 mit einem SLI-System. Also da könnt ihr mir glauben. Dann habe ich die Einstellung leicht runtergeschraubt von der Qualität her. Es hat kaum einen Unterschied von der Grafik gemacht und das Ding lief einfach nur noch. Jetzt, so vorher hatte ich im Durchschnitt, ich schätze mal so um die, ja, 20, 15 FPS, maximal 30. Dann habe ich die Einstellung nur minimal runtergeschraubt, von Ultra auf Hoch beispielsweise. Und ich hatte plötzlich 40 bis 60 FPS. Also, das sind die wahren Killer der CPU und GPU. Nichts immer von Battlefield und so weiter, die brauchen natürlich auch ihre Leistung, aber Simulationsspiele sind die wahren Killer, genauso wie Sims 4. Sims 4 soll auch angeblich unglaubliche Anforderungen haben an den Rechner. Auf Ultra natürlich, aber dann stellt man die Einstellung halt ein bisschen runter. Ist auch bei den Aufnahmen so, ihr habt es ja gerade gemerkt. Die Wand hier, die sieht recht gut aus. Ich stelle jetzt mal auf, gut, haben wir mal gespeichert. Auf minimal, niedrig. Da, niedrig. Anwenden. So. Seht ihr, wie flüssig das läuft? Was sie heute wohl kocht. Was halt jetzt so ein bisschen der Unterschied ist, man sieht halt hier an der Stoßstange, das Rendering ist halt nicht so geil. Es ist kantiger. Aber die Texturqualität hier vom Felsen, die ist gleich geblieben. Die Sonneneffekte müssten eigentlich auch gleich geblieben sein. Ja. Leicht abgespeckt sind sie. Also da ist schon halt ein kleiner Unterschied. Aber der Rasen sieht genauso aus wie vorher. Ein bisschen matt vielleicht. Das Einzige, was halt nicht so schön ist, sind hier so die Rundungen. Die sind halt nicht so schön und das braucht nämlich extrem viel Leistung. Das Wasser sieht eigentlich auch ganz gut aus. Jetzt schraube ich das mal auf hoch. Wieder auf Ultra. So angewendet. Zack. Also wirklich viel Unterschied merkt man echt nicht. Der Rasen, der sieht immer noch gleich aus. Die Felswand sieht, die Felswand sieht immer noch gleich aus. Aber die Pflanzen, die sind halt jetzt wieder runder. Das Rendering ist besser. Trotzdem läuft halt Far Cry, weil ich halt hier einen riesen Rechner habe. Und das war halt beim TS 2014 nicht so. Da lief selbst auf Ultra der Rechner so, ja, 20 FPS. Also die wahren Killer sind einfach Simulationsspiele, meiner Meinung nach. Da führt einfach kein Weg dran vorbei. So, da haben wir dann ein Hai. Was machen wir denn jetzt noch? Ich würde sagen, wir machen mal erstmal einen Folgencut. Und ich labere euch dann noch weiter zu mit dem PC-System, weil, ja, es ist einfach so. Oh, da haben wir noch schöne Aufgaben. So, wir sehen uns dann in der nächsten Folge bei der Todaufgabe und bei Jäger. So, Hallihallöchen. Die zweite Far Cry-Folge. Scheiß der Hund drauf, ich weiß es nicht, 69 oder sowas. Ich versuche, dass ich mit 70 abschließe oder kurz vor 70 abschließe. Wo waren die Todaufgaben? Da hinten. Also, wie gesagt, die letzte Folge, beziehungsweise gestern Abend habe ich ja gesagt, die wahren Killer sind Simulationsspiele. Und da stellt sich natürlich die Frage, warum? Warum sind Simulationsspiele so rechenlastig? Und zwar die komplette KI, es ist eine Simulation. Die KI von den Sachen sind sehr hochgesetzt.
das muss alles errechnet werden. Das ist extrem viel Rechenleistung, die der PC aufbringen muss. Auch wenn die Qualität recht unten ist. Man weiß, Simulationsspiele sind halt keine Grafikbomben, kann man einfach sagen. Aber ganz ehrlich, wenn beispielsweise der Flugsimulator X, Train Simulator 2.14 oder Sims 4, ja, so die Grafik-Engine von Crysis, Battlefield oder so weiter haben. Ich will nicht wissen, was für einen gigantischen Rechner man braucht, um das auf Ultra zu spielen. Das geht kaum. Da braucht man mindestens 4 Grafikkarten und einen Prozessor, der bis 5 GHz hochgetaktet ist. Also da braucht man schon ein unglaublich großes System. Und das kann man sich einfach nicht leisten. Daher, Simulationsspiele sind halt leider von der Qualität her ein bisschen mau, gebe ich ehrlich zu. Aber da kann man einfach nichts machen. Die ganze KI, die muss neu errechnet werden, weil im TS 2.14 beispielsweise laufen die die ganzen Züge und so weiter. Die laufen immer anders. Nee, das Scharfschütze will ich jetzt nicht unbedingt wegwerfen. Ach, ich habe ja 2 dabei. Na gut, dann machen wir das weg. Wir müssen da in die Höhle wahrscheinlich. Na gut, dann gehen wir auch mal in die Höhle. Also, wie gesagt, es sind keine Grafikbomben, aber so die Züge und sowas oder beispielsweise ein Flugsimulator, wie die Maschinen fliegen, das muss alles eigens errechnet werden. Da gibt es keinen festgelegten Ablauf. Tollwütige Hunde, ne? Die sind wahrscheinlich hier oben mehr. Ein Kopfschuss und die sind tot. Also irgendwie ruckelt das heute. Ich habe das Gefühl, das läuft echt mit. Das ist irgendwie mit dem Patch zusammen. Das ruckelt irgendwie. Ich weiß nicht wieso. Ich spiele mal wieder auf hoch. Man merkt ja kaum einen Unterschied. Theoretisch kann ich auch auf niedrig spielen. Weil es macht einfach keinen Unterschied. Fertig. Es läuft flüssiger, dann habt ihr auch bessere FPSen. Weil es ist ja scheiße, wenn es im LP ruckelt, ne? Diese scheiß Musik, ich höre keinen Hund, gar nichts. Aber mal sehen, vielleicht mache ich auch mal so aus Jux und Dollereien. Hunde. Da ist er. Drecksköter. Wie, jetzt schon nachladen? Ah! Mistvieh! Oh oh. Schnell Spritze rein. Diese Hunde sind schnell. Lad doch nach! Wo sind sie? Ich hätte mir vorher markieren müssen. Hä? Wo sind die hin? Da war auch ein normaler Hund dabei. War toll. Das kann ich so wieder suchen. Na gut. Haben ja Zeit, ne? Also für die ganzen Fanatiker, die wirklich auf jeden Pixel oder so scharf sind, dass der richtig gut aussieht. Gut, dann braucht ihr halt natürlich ein gigantisches System, aber wie ich euch eben gezeigt habe, zwischen den Einstellungen ist kein großer Unterschied. Und ach, wie geil, jetzt ist das hier am Baum sogar. Au. So, Aufgabe erledigt. So, jetzt rennen wir gleich mal zum Lager zurück. Da machen wir dann noch die Todaufgabe. Ach, hier unten. Drehen wir gerade um. Da kann man echt einfach mal so sagen, ey, komm, scheiß drauf, spielen wir halt auf normal oder hoch oder so weiter. Es macht einfach keinen Unterschied. Bei manchen Games, bei Far Cry in dem Falle jetzt nicht. Weil hier die Textur-Engine, die ist immer die gleiche. Das heißt, die Texturen werden kaum schlechter und oder besser. Was halt so das Rendering ist, sind dann mehr so die Effekte und die Rundungen, so Kanten und so weiter. Das wird halt pixeliger. Lichteffekte nehmen leicht ab. Das ist dann mehr so der Unterschied, der große. Aber so zwischen der Textur habe ich eben so groß keine Unterschiede gemerkt. Am Wasser hat man es beispielsweise gemerkt. Aber Wassereffekte sind auch immer so große Grafikfresser. Die fressen auch immer unglaublich viel Energie.
So, wir müssen jemand erledigen, aber ich glaube wieder mit dem Messer. Das finde ich ein bisschen schade. Ich würde gerne einfach mal so ein bisschen snipe. Oh, je. Snipern. Sag mal, hallo? Ich möchte hier auch runter. Sag mal. Jetzt. Über die Leitplanke mit Action. Wow. So. Ah, Amanaki. Sind wir echt so weit gelaufen? Gott, wo ist das denn? Ich müsste mir echt mal überlegen, mal irgendwann mal in Zukunft ein Auto nehmen. Ah. Mobbing. Ah, vorhin hatte ich überhaupt keine Lust irgendwie aufzunehmen, aber jetzt so aufnehmen, yay. Jetzt ruckelt's auch nicht mehr. Seltsam. So, ich gehe gleich mal in Deckung. So, genau, mit einem Messer oder einem Takedown. Oh nee, die haben Hunde da. Ich glaube, hier ist schnelles Vorgehen gefragt. Packen wir mal die Schrot aus, dass wir dann... Ach, das war gar nicht unser... Scheiße! Kacke. Wer ist denn unser... Ah, der da. Schnauze! Danke! So, wir haben hier noch... Da haben wir noch Zeugs. Ups. So. Dich plündern wir auch noch gleich. Plündern nicht möglich. Brieftasche... Brieftasche voll? Oh, dann gehen wir mal shoppen. Mal sehen, was wir da noch so Schönes finden. Amanaki. Tschüssikowski. So. Ausgang. Da ist der Ausgang. So, gehen wir mal shoppen. Dann können wir auch unsere Zeugs verkaufen, was wir nicht mehr brauchen. So. Ich möchte kaufen, Oma. Erstmal verkaufen, Schnellverkauf. Ah ja, Brieftasche leer. Ich muss... Oder wir machen mal Folgendes. Wir stellen uns eine größere Brieftasche her. Brieftasche. Erweiterte Brieftasche. Fell des Einhorns habe ich. Zack. Bis 10.000 Euro. Dollar. So, jetzt können wir wieder verkaufen. Schnellverkauf. 800. Boah, geil. So, was haben wir denn hier noch? Bärenfell. Obwohl, das können wir vielleicht noch benutzen. Abgelegeneren Dorf. Ja. Habe ich schon gekauft. So. Munitioners. Machen wir gleich. So, Faustwaffen. Haben wir da was Schönes? Die Magnum, die haben wir ja mittlerweile... Nachtsicht. Reflex, die haben wir ja schon mittlerweile voll ausgerüstet. Was haben wir da an Farben? Dschungel, Feuer. Oh, Feuer sieht ja geil aus. Chrom, Rot, Schwarz. Ausrüsten. Oh, nee. Kaufen. Zack. MPs, was haben wir da? Eine Vector. Warum habe ich denn die aus... Nicht die Skorpion. Ausrüsten. So. Wisst ihr was, dann mache ich das so, Faustwaffen, machen wir die Magnum, die rüsten wir mal hier auf der 1 aus, so, zack. MPs, nehmen wir mal die Vector, die geht hier drauf, zack. Schrotflinten, Sturmgewehre, haben wir das P416. Ausrüsten, an das Scharfschütze und das Scharfschützengewehr. Kommt auf die 4, so. Vergleichen, anpassen.
Farben. Was haben wir denn da schöne? Gefahr, Urwald, Chrom, Holz, Dschungel, Ödland. Machen wir mal die Gefahr. So, zack. Wir mal hier ein bisschen sinnlos Geld ausgeben. Wir haben ja ein bisschen was davon. Sturmgewehr hatten wir das hier. Ah. Scharfschützen, Zielfernrohr, Reflexvisier, Rotpunktvisier. Ich glaube, ich nehme lieber das Rotpunkt. Ups. Ach nee, warte mal, wir haben... ach ja. Ach so. Ja. Klar. Rotpunktvisier. Ja, ist mir klar. Abmontieren. So. Farben, was haben wir da? Auch das Feuer. Das Feuer sieht übelst geil aus. Haben wir da noch mehr? Nee. Schwarz. Machen wir die mal in schwarz. Einfach schmucklos. So, MP. Dann werden wir die hier anpassen. Schalldämpfer, erweitertes Magazin. Mache ich doch gerne drauf. Und ein Rotpunkt. 3 Aufsätze können wir drauf anbringen. Ja, dann mache ich natürlich auch den Schalldämpfer drauf. So. Und Farbe. Streifen, Gefahr, Sand, Schwarz, Zweiton. Zum leichten Weiß. Nehmen wir die hier. Das sieht cool aus. So. Gut, da haben wir alles soweit ausgerüstet. Die haben genau die Ausrüstung, die du brauchst. Ich habe meine Ausrüstung schon, die ich brauche. Was? So, pack die Knarren aus, Bruder. Ich will mal sehen, was wir jetzt so da haben. So, da haben wir jetzt... Oh, die sieht ja nice aus. So, dann haben wir die hier. Genau. Und das Scharfschützen. Jawohl. So. Soll ich einen Folgencut machen? Ja, ich muss einen Folgencut machen, sonst werden die Folgen wieder zu lang. Gut, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Far Cry 3.